Wir kommen zu Tagesordnungspunkt 4, Wahl der Präsidentin oder des Präsidenten nach Artikel 84 der Hessischen Verfassung. Ich erteile dem Fraktionsvorsitzenden der CDU, Herrn Boddenberg, das Wort. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, namens der CDU-Fraktion im Hessischen Landtag möchte ich Ihnen zur Wahl des Präsidenten des Hessischen Landtags, Herrn Abgeordneten Boris Rhein, vorschlagen. Vielen Dank. Ich darf weiter fragen, gibt es andere Vorschläge? Ich sehe, das ist nicht der Fall. Dann können wir in die Wahlhandlung eintreten. Nach § 2 Absatz 1 der Geschäftsordnung wählt der Landtag in geheimer Wahl oder, wenn niemand widerspricht, durch Handzeichen die Präsidentin oder den Präsidenten für die Dauer der Wahlperiode. Ich frage deshalb, ob der Wahl durch Handzeichen widersprochen wird. Das ist nicht der Fall. Somit können wir zur Wahl kommen. Ich bitte daher um hier Handzeichen. Wer dem Vorschlag Drucksache 20-2 Herrn Abgeordneten Boris Rhein zum Präsidenten des Hessischen Landtags zu wählen zustimmt, den bitte ich jetzt um das Handzeichen. Danke sehr. Gibt es Gegenstimmen? Enthaltungen? Ich stelle fest, damit ist Herr Abgeordneter Boris Rhein einstimmig zum Präsidenten des Hessischen Landtags der 20. Wahlperiode gewählt worden. Ich frage Sie, Herr Abgeordneter Rhein, nehmen Sie die Wahl zum Präsidenten des Hessischen Landtages an? Im Namen des Hessischen Landtages beglückwünsche ich Sie zu dieser Wahl und wünsche Ihnen viel Erfolg für Ihr Amt. Ich möchte Sie jetzt bitten, Ihre Ansprache am Rednerpult zu halten und gebe hiermit das Mikrofon frei. Ja, Herr Alterspräsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich will mich sehr herzlich bedanken für Ihr Vertrauen. Und auch das will ich sagen, ich weiß, dieses einstimmige Votum sehr wertzuschätzen. Und ich kann Ihnen auch sagen, das ist eine Ehre, diesem Hohen Haus künftig als Präsident vorstehen zu dürfen. Aber auch das will ich nicht verhehlen. Es ist mir natürlich auch eine echte Freude, diesem großartigen Haus vorstehen zu dürfen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich habe in meinem politischen Leben verschiedene Perspektiven kennenlernen dürfen. Als Stadtrat, im Magistrat der Stadt Frankfurt, als Staatssekretär, in der Zeit als Volker Bouffier Innenminister dieses Landes war und als zweimaliger Minister, als Minister des Innern und für Sport und als Minister für Wissenschaft und Kunst. Die Verantwortung, die ich als Präsident trage, die ist mir zwar noch neu, aber sie ist mir sehr wohl und sehr bewusst. Ich war überwiegend tätig in Ämtern der Exekutive und trotzdem bin ich Parlamentarier aus Leidenschaft. Ich gehöre diesem Haus seit 1999 mit einer kleinen Unterbrechung an und ich habe meine Abgeordnetentätigkeit immer verstanden als eine hohe Verantwortung
und ich habe das Mandat als meine demokratische Legitimation verstanden. Das Parlament ist die Herzkammer. Und ich hoffe, Sie entschuldigen das, wenn ich das sage. Und manches Mal auch ein bisschen der Maschinenraum der Demokratie. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit Ihnen, liebe Kolleginnen und Kollegen, und natürlich auch das will ich sehr ausdrücklich sagen, mit Ihnen, liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Landtagsverwaltung, die Sie diesem Haus ja nicht nur dienen, sondern die Sie es am Funktionieren erhalten. Das gilt für die Reinigungskraft, das gilt für den Boten, das gilt für den Stenografen, das gilt für den Direktor und natürlich die Beamtinnen und Beamten dieses Hauses. Ich will dieses Amt nach bestem Wissen und Gewissen führen, unparteiisch, kollegial, kompromissfähig und natürlich auch kommunikativ im Sinne eines selbstbewussten Parlamentes und natürlich auch im Sinne einer starken Demokratie. Lassen Sie mich Ihnen, Herr Alterspräsident, danken für die Eröffnung des 20. Hessischen Landtages. Und danken möchte ich auch, wir haben das gestern Abend, wie ich finde, auch da hat sich im Übrigen der Geist des Hessischen Landtages gezeigt. Danken möchte ich auch den Kolleginnen und Kollegen, die aus dem Landtag ausscheiden. Heute sind viele von Ihnen hier, heute schauen viele von Ihnen zu. Aber ganz besonders danken möchte ich natürlich meinem Amtsvorgänger. Ganz besonders danken möchte ich Norbert Kartmann. Norbert Kartmann, Norbert Kartmann ist ein ganz besonderer Mensch. Er ist ein ganz besonders herzlicher Mensch. Er ist ein Freund und hat dieses Parlament ja fast 16 Jahre mit Charme, mit Stil und vor allem mit Herzblut geleitet. Und der Nachfolger, lieber Norbert Kartmann, weiß, die Fußstapfen sind sehr groß, übergroß. Das Amt des Präsidenten dieses höchsten Verfassungsorganes des Landes Hessen ist zu Teilen ein repräsentatives. Und ich betone das, denn auch in einem repräsentativen Amt kann man sich einmischen. Ja, es ist sogar Pflicht und Aufgabe. Und genauso beabsichtige ich, diese Aufgabe auszufüllen. Mit der Präsidentschaft hört man keineswegs auf, aktiv Politik zu machen. Nein, mit der Präsidentschaft wächst die Verantwortung, wahrnehmbar Politik und zwar für alle zu machen. Überparteilich, aber nicht unpolitisch und schon gar nicht meinungslos. Das ist mein Verständnis von dieser Aufgabe. Und meine Damen und Herren, in diesem Zusammenhang will ich in aller Klarheit auf die Bedeutung der Länder und natürlich auch auf die Bedeutung damit ihrer Parlamente hinweisen. Es gibt in Deutschland keine Bundesländer, es gibt die deutschen Länder. Und exakt diese Länder, bilden den Bund und nicht umgekehrt. Die Länder sind keine bloße Verwaltungseinheit der Bundesrepublik. Sie sind ein originäres staatliches Völkerrechtssubjekt mit originärer Staatsgewalt und mit Staatsqualität. Und welche Bedeutung der Föderalismus hat, zeigt, dass die politische Stabilität eines Gemeinwesens in Deutschland immer dann gefährdet war, wenn vom föderalen Gedanken Abstand genommen und der Weg eines Einheitsstaates beschritten wurde. Der Hessische Landtag ist seit jeher ein Ort streitlustiger Debatten und von meist sachlich konfrontativen Auseinandersetzungen. Denken Sie an die oftmals sehr hart geführten Debatten in der Bildungspolitik. Das wird sicher auch so weitergehen. Denken Sie an die Entscheidungen zum Ausbau des Frankfurter Flughafens, die wir hier debattiert haben. Oder denken Sie auch an die Fragen über die Zukunft des Kernkraftwerkes Biblis. Aus diesem Landtag heraus haben sich immer wieder bundespolitische Gemengelagen, haben sich immer wieder heraus Stimmungen und politische Markierungen entwickelt, was dazu geführt hat, dass dieses Landesparlament ein hohes Maß an Selbstbewusstsein in der Ausübung seiner parlamentarischen Rechte
und auch seiner politischen Einflussnahme entwickelt hat. Und ich finde, das sollte auch so bleiben. Ich betone das weder überheblich, noch betone ich das drohend, sondern ich betone das, weil sowohl der Bund als natürlich auch eine Landesregierung immer nur so stark sein wird, wie die Landesparlamente stark sind. Und stärker wird bei der Beantwortung der Zukunftsfragen, die die Bürgerinnen und Bürger umtreiben, natürlich dringlichst notwendig sein. Kann ich guten Mutes die Zukunft meiner Familie planen? Wer pflegt Angehörige und auch mich selbst im Alter? Wie organisieren wir medizinische Versorgung, Nahversorgung, öffentlichen Personennahverkehr und attraktive Arbeitsplätze im ländlichen Raum? Wie bringen wir Ökologie und Ökonomie zusammen, sodass Hessen eine lebens- und eine liebenswerte Heimat bleibt? Wie gehen wir mit Zuwanderung und Integration um? Wie gehen wir mit dem Bewusstsein um, dass der wirtschaftliche und auch der wissenschaftliche Erfolg und die hohe Attraktivität Hessens auch mit Herausforderungen, und ich füge hinzu, teilweise natürlich auch mit negativen Seiten verbunden ist? Und bleibt Wohnraum bezahlbar oder vielmehr wird er in manchen Gegenden wieder bezahlbar? Liebe Kolleginnen und Kollegen, Sie sehen, unsere Agenda ist prall gefüllt, aber das ist das Beruhigende. Wir haben 5 Jahre, um sie gemeinsam anzugehen. Von der einen bis zur anderen Seite dieses, muss man ja mittlerweile sagen, und Sie spüren es auch an den Platzverhältnissen, aber das will ich vielleicht doch noch sagen im Rahmen dieser Rede. Ich habe hohen Respekt vor der Landtagsverwaltung, wie sie diese Frage innerhalb kürzester Zeit, wie ich finde, sehr gut, außerordentlich gut gelöst hat. Das ist schon eine Leistung, in so kurzer Zeit ein solchermaßen gewachsenes Haus so darzustellen. Also, von der einen bis zur anderen Seite dieses gewachsenen Hauses gibt es viel, gibt es sogar sehr viel, das uns politisch trennt. Ich glaube, da muss man sich nichts vormachen, das weiß jeder und das spürt man auch, wenn man die Debatten hier verfolgt. Aber es gibt bei allem Trennenden ebenso vieles, das uns eint. Warum sonst engagiert man sich politisch? Warum sonst macht man das sogar zu seinem Beruf? Warum sonst engagiert man sich weit über ein normales Maß? Das ist ja nicht ein 9-to-5-Job, das ist ja nichts, was man von montags bis freitags macht. Das macht man jeden Tag in der Woche und man macht es weitaus mehr als in einem 9-to-5-Job. Warum engagiert man sich sonst so weit über ein normales Maß für seine Umgebung, für andere Menschen und für sein Land? Ich bin sehr sicher, dass es damit zu tun hat, dass wir alle ein Land gestalten wollen. Und zwar ein Land gestalten wollen, in dem das große Versprechen der Bundesrepublik auch weiterhin gilt. Zuverlässigkeit und Rechtsstaat. Das Recht ist nicht in der Hand der Macht. Lieber Herr Präsident des Staatsgerichtshofs, Gerichte und freie Richter garantieren in diesem Land, dass hier jeder sein Recht geltend machen kann. Zuverlässigkeit bei Sicherheit und Infrastruktur. Ein sicheres und auch ein faires Wirtschafts- und Sozialsystem, das Chancen gibt und Chancen eröffnet. Offenheit bei allen gesellschaftlichen Debatten und Mut zu Meinungsvielfalt. Aber auch Frieden und Freiheit in einem geeinten Europa. Und vor allem, dass all das, was ich exemplarisch aufgezählt und als das große Versprechen der Bundesrepublik bezeichnet habe, auch in der Zukunft noch für unsere Kinder gilt. Das ist aus meiner Sicht der Grund, warum wir, die wir hier in diesem Hause sitzen, uns politisch engagieren. Das ist doch das, was uns zwischen allen Meinungsverschiedenheiten leitet, und das ist doch das, was uns verbindet. Ich finde, in einem demokratischen Gemeinwesen ist kein Thema es wert, über den Streit das Gemeinsame in Vergessenheit geraten zu lassen. Das Parlament besteht aus Abgeordneten, und diese Abgeordneten sind nicht, ich sage das in Anführungsstrichen, abgehoben, wie wir manchmal so gern oder wie manchmal so gern oberflächlich dahergeredet wird. Wir sind aus der Mitte der Bürgerinnen und Bürger gewählt, und zwar aus freier, gleicher und geheimer Wahl. Aber damit auch das klar ist, niemand vertritt alleine das Volk, so etwas wie Volkswille. Das entsteht überhaupt erst in und mit unseren gemeinsamen parlamentarischen Entscheidungen. Und deswegen müssen wir diesen Ort des Parlaments werthalten.
In der Demokratie kann man, ich füge in Parenthese hinzu, zum Glück, denken, nicht delegieren. Es stimmt, dass Demokratie durch Streit und Debatte gestärkt wird, aber auch dabei steht ja längst nicht alles zur Disposition. Es muss unstrittige Überzeugungen und es muss einen Grundkonsens der Demokraten geben. Demokratie lebt nicht vom Streit. Ich habe eben gesagt, sie wird gestärkt durch Streit und Debatte, aber sie lebt nicht vom Streit, sondern sie lebt vom Argument. Und Pöbeleien oder gar polarisierende Eskalationen legen die Demokratie lahm und machen sie Betriebsunfähigkeit für ihre wichtigen Aufgaben. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, es ist auch vor dem Hintergrund der Geschichte unseres Landes wiederum unsere Aufgabe, genau das zu verhindern, dass die Demokratie Betriebsunfähigkeit wird und dass sie nicht in der Lage ist, ihre wichtigen Aufgaben zu erfüllen. Meine Mutter, geboren in Solingen im Jahre 1935, heute ist sie auch hier und das ist für mich eine ganz besonders große Freude. Meine Mutter ist in einem anderen Land, in einem anderen Deutschland als diesem Deutschland aufgewachsen. Sie hat eine komplett andere Kindheit und Jugend erlebt als ich, der ich 1972 zur Welt gekommen bin, oder meine beiden Söhne, der eine 15 und der andere 8 Jahre alt. Bomben, Unfreiheit, Verlust von Hab und Gut, die Unsicherheit der Nächte im Bunker und der staatlich organisierte Verlust der Werte, die uns im Innersten zusammenhalten, für die der Staat eigentlich stehen sollte und eine Zivilisation ausmachen. Das ist es, was ihre Kindheit geprägt hat. Sie gehört zu der Generation, der Adolf Hitler und die Nationalsozialisten schlicht ihre Kindheit geraubt haben. Und wiederum andere wurden in den Konzentrationslagern der Nazis gequält, gefoltert, misshandelt, erniedrigt und haben noch viel mehr verloren, oftmals ihre ganze Familie. Das ist keine 80 Jahre her. Das ist jüngste deutsche Vergangenheit, für die wir, und das will ich sehr deutlich betonen, auch und vor allem die Nachgeborenen Verantwortung tragen und übernehmen müssen, denn wir wollen, dass sich dieser Teil unserer Geschichte niemals wieder wiederholt. Wir haben heute das ungeheure Glück, muss man sagen, in der friedlichsten und auch in der wohlhabendsten Ära der Menschheitsgeschichte zu leben. Eine bessere Zukunft scheint zwar nicht mehr einfach so selbstverständlich zu sein, aber wir sind weiter in der Lage, für genau diese zu kämpfen. Und deswegen ist es umso erschreckender, dass die Feinde der liberalen Demokratie heutzutage oft entschlossener scheinen, unser politisches Schicksal zu bestimmen, als ihre Verteidiger. Wenn wir sowohl Frieden, Wohlstand, die Rechte des Einzelnen als auch die Herrschaft des Volkes bewahren wollen, dann müssen wir begreifen, dass wir alles daran setzen müssen, unsere Werte auch zu verteidigen. Meine Damen und Herren, Demokratien sterben mit einem Knall oder mit einem Wimmern. Der Knall, also das gewaltsame Ende durch Putsch, durch Revolution oder auch durch Krieg, das ist eine spektakuläre Sache. Das Sterben mit einem Wimmern, also das Dahinsiechen einer Demokratie, das ist alltäglicher. Und deswegen ist es gefährlicher, weil viele erst dann aufwachen, wenn es längst zu spät ist. Und deswegen ich schließe an das an, was unser Ministerpräsident gestern Abend bei der Verabschiedung der ausscheidenden Landtagsmitglieder gesagt hat. Für unsere Demokratie
ist die Gleichgültigkeit, die man im Übrigen hier und dort spüren kann, die größte Gefahr, die es gibt. Oft beginnt der Angriff auf die Demokratie mit kleinen Hieben, die anfangs für viele kaum wahrnehmbar sind. Jeder Einzelne von ihnen scheint relativ unbedeutend zu sein. Am Anfang stehen häufig Worte, dann verändert sich die Sprache, dann wird der Umgangston rauer und dann verschieben sich langsam, aber bedrohlich die Grenzen. Volksvertreter werden plötzlich als Volksverräter bezeichnet und verunglimpft. Journalisten geraten unter Druck und die Medien geraten unter Beschuss, etwa als Lügenpresse. Und die Angriffe enden selten an diesem Punkt. Und dann kommt noch etwas Fatales hinzu. Es ist diese Art, wie wir sie oft erleben auch, der Verunglimpfung oder auch der Verächtlichmachung der parlamentarischen Demokratie, ihrer Institutionen, und auch ihrer Abläufe, die eben zur parlamentarischen Demokratie und die zu ihren Institutionen dazugehören. Demokratie macht Arbeit. Wer wüsste das besser als dieses Haus? Rückschläge sind unvermeidlich und Siege oftmals nur bruchstückhaft. Auch davon, glaube ich, kann hier jeder ein Lied singen. Und jeder Politiker ist von solchen Einschränkungen natürlich frustriert. Doch wenn er Demokrat ist, dann weiß er, dass er sie akzeptieren und dass er auch das ständige Sperrfeuer der Kritik aushalten muss. Der Populist und der Demagoge empfinden das als unannehmbar und das System aus Kontrolle und Gewaltenteilung als Zwangsjacke, derer man sich entledigen muss. Und dann kann es schon zu spät sein. Was können wir hier im Hessischen Landtag tun, dass es eben nicht zu spät wird? Aus meiner Sicht empfiehlt es sich an zwei Normen, die für das Funktionieren einer Demokratie besonders wichtig sind, zumal in einem Parlament, zu orientieren. Das ist gegenseitige Achtung und institutionelle Zurückhaltung. Was meine ich mit institutioneller Zurückhaltung? Institutionelle Zurückhaltung bedeutet, insbesondere für die, die die Mehrheit haben, institutionelle Vorrechte nicht immer und nicht immer in vollem Umfang auszuschöpfen. Denn eine vitale Demokratie und auch die Kultur einer parlamentarischen Demokratie ist ja nicht daran zu erkennen, dass am Ende Mehrheiten entscheiden, sondern daran zu erkennen, dass auf dem Weg bis zur Entscheidung Minderheiten ihre Rechte wahrnehmen können. Die Minderheit muss wissen, dass am Ende die Mehrheit entscheidet, was gilt. Das ist so. Die Mehrheit muss aber dafür akzeptieren, dass bis dahin, und auch manchmal darüber hinaus, die Minderheit jede Möglichkeit haben muss, ihre Einwände, ihre Vorschläge und auch ihre Alternativen zur Geltung zu bringen. Muss ich mir wegen der sehr gut rufen Sorgen machen, oder? Ja, alles in Ordnung. Und Dankeschön, lieber Herr Abgeordneter Rudolph, es ist mir eine Freude, diese zustimmenden Zurufe von Ihnen zu halten. Und gegenseitige Achtung bedeutet, dass man dem Konkurrenten das gleiche Recht zubilligt zu existieren, um die Macht zu ringen und zu regieren, wie man sich das selbst zugesteht. Gegenseitige Beachtung bedeutet zu akzeptieren, dass es im Übrigen Normalität ist, sich an der Macht abzuwechseln. Man mag die Vorstellungen des anderen für töricht halten, man mag sie für falsch, vielleicht sogar für grundfalsch oder auch manchmal für abseitig halten, aber man sieht in ihnen weder eine existenzielle Bedrohung, noch betrachtet man ihn, den Konkurrenten, als Verräter, als Staatsfeind oder als was auch immer. Gegenseitige Achtung ist die kollektive Bereitschaft von Politikern, darin übereinzustimmen, dass man nicht übereinstimmt. Und meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, nur dann, wenn beides zusammenkommt, gegenseitige Achtung und institutionelle Zurückhaltung, dann funktioniert die Gewaltenteilung, dann funktioniert die gegenseitige Kontrolle und dann funktioniert der Parlamentarismus. Die Zeiten sind hochpolitisch und das Geschehen hier im Landtag, ich glaube, da muss man sich auch nichts vormachen. Das Geschehen hier im Landtag wird in Zukunft noch mehr Aufmerksamkeit ziehen, als das bislang ohne dies der Fall ist. Die neue Konstellation, auch darauf
ist in dem, wie ich finde, ganz großartigen Gottesdienst, den wir heute Morgen erleben durften. Und auch dafür möchte ich mich ausdrücklich bedanken bei den Kirchen. Die neue Konstellation hier im Hause spiegelt die Veränderung wider, die unsere Gesellschaft erlebt. Zusammenhänge lösen sich auf, Zugehörigkeiten verändern sich und neue entstehen. Das menschliche Bedürfnis nach Geborgenheit in vertrauten Lebensräumen trifft auf eine als ungemütlich empfundene Welt voller Konflikte. Und es kommt noch etwas hinzu. Wir erleben eine Fragmentierung von Aufmerksamkeiten und Ansprüchen. Jedem erscheint etwas anderes wichtig, jeder erscheint gelegentlich nur noch seine eigenen Probleme wahrzunehmen, was dazu führen kann, dass eine erkennbar gemeinsame Sicht auf politische Prioritäten verloren geht. Und auch hierbei spielt ein Parlament wie dieses eine Rolle. Und auch hierbei kann ein Parlament wie dieses ein Ort sein, ein Ort der Bündelung, ein Ort der Fokussierung und auch ein Ort der Konzentration auf die wichtigen Fragen, die uns in Hessen umtreiben. Wir Abgeordnete, liebe Kolleginnen und Kollegen, sind für die Mitbürger im Wahlkreis ja oftmals eine Art Ombudsmann. Und wir vermitteln mit unserer Arbeit und unseren Begegnungen, die wir vor Ort machen, diese Wirklichkeit, die wir dort erleben, mit der wir uns dort konfrontiert sehen, auf die Ebene der Landespolitik. Eine Vielzahl an Erfahrungen, eine Vielzahl auch an Qualifikationen aus den verschiedensten Bereichen, aus den Bereichen des Berufes, aus sozialem Bereich oder auch die auf ehrenamtlicher Tätigkeit beruhen, das bildet eine ganze Menge an Expertise. Und ich meine, wir Abgeordneten wissen und fühlen durch unsere Verwurzelung bei den Menschen manchmal besser als die Forschungsinstitute und diese selbstberufenen Experten, was die Menschen wirklich bewegt. Die Menschen in Hessen hier im Hohen Haus in diesem Sinne vertreten zu dürfen, das ist eine große Aufgabe und es ist eine Ehre für uns alle, die wir in dieses Hohe Haus gewählt worden sind. Lassen Sie uns dieser Ehre gemeinsam gerecht werden. Lassen Sie uns den Konsens der Demokraten bewahren. Ich wiederhole, was ich eingangs gesagt habe und ich empfinde es auch so. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit Ihnen allen. Und ich wünsche nun viel Energie und viel Freude bei unseren Aufgaben hier im Parlament und für uns alle Gottes Segen. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Herr Präsident, ich danke Ihnen für Ihre Ansprache und möchte Sie nun bitten, hier hoch auf das Podium zu kommen und des Amtes zu walten. Ich übergebe Ihnen hiermit die Sitzungsleitung.